Hallo, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie man ganz schnell und einfach einen solchen Zopf flechten kann. Der Zopf ist wirklich kinderleicht. Nehmt je eine Strähne von jeder Seite. Überkreuzt die Strähnen vorne und tut sie nach hinten. Überkreuzt sie wieder und tut die Strähnen wieder nach vorne. Nochmal überkreuzen und hinten macht ihr das Gleiche. Dann wieder sie vorne überkreuzen und nach hinten die Strähnchen. Fixiert die Strähnchen mit einem dünnen Haargummi. So schaut der Zopf aus, wenn man ihn hinten macht. Ihr könnt diesen Zopf auch seitlich machen, aber jetzt kann man das Ganze erleichtern. Nehmt je eine Strähne von beiden Seiten. Den Rest vom Haar nehmt ihr zu einem Zopf zusammen. Jetzt wird der Zopf stabiler. Dann macht ihr genauso, wie ich euch gezeigt habe. Überkreuzt die Strähnen vorne und tut sie nach hinten. Hinten überkreuzen und nach vorne. Dann nochmal überkreuzen und tut sie die Strähnchen nach hinten. Hinten überkreuzen und nach vorne. Nochmal überkreuzen und nach hinten. Fixiert die Strähnchen mit einem dünnen Haargummi. Genauso mit Hilfe eines Haargummis könnt ihr auch den ersten Zopf machen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!